Erstmal alles hier raus. Sie machen alles fit. Ja, Batu, alles gut. Bin hier nur. Wir sind ein bisschen abgelenkt, weil Apollo wurde heute Mittag operiert und da ist noch so ein bisschen neben sich und lag jetzt die ganze Zeit bei uns da hinten auf der Couch, weil die Freundin arbeiten ist. Und der ist gerade ein bisschen neben der Spur. So, der muss halt safe rein. Dann Bex, würde ich sagen, muss auch unbedingt rein. Da können wir gerade mal kurz. Aber da könnte die Mitte halt wieder safe offensiv sein, ne? Aber wir könnten eigentlich mal kurz, weil wir machen andere Engländer da zum Bauen rein. Mané rein wegen Bellingham. Ich stelle mal ganz kurz DVG. Oh, so ein Cole wäre aber auch krass. Ich stelle mal auch mal noch dazu. Der mal noch mit rein. Moore World Cup. Bauen wir mal ganz kurz hier ein, Chat. Den mal hier rüber. So, dann hätten wir noch Mané, der könnte halt auch. Der ist ehrlich krass. Wir gehen mal kurz auf Bundesliga. Saka. Mané könnte man halt auch noch spielen. Aber wollen wir Mané? Wir müssen ja einen Gaucho spielen, Chat. Also Gaucho muss zu 1000%. Der kann ja noch LMZOM. Richie Davis. Man könnte halt auch mal so einen Cole, aber ich würde fast sagen, wir müssen. Ah, wir können hier den Mikey Boy zocken. Mané ist zu wild. Wir können Mikey. Haben wir keinen Mikey Boy? Doch. Das könnten wir halt safe mit dazu machen. Dinho auf ZOM. Ja, es muss ja halt am Ende auch passen. Theo muss. Ich sag halt. Boah, wir hätten aber halt hier auch einen Rüllet, ne? Wir hätten halt hier auch einen Rüllet. Tomori für Theo noch. Wir gehen mal auf Tomori, was es da für Karten gibt. FC Bayern-Fan, Dankeschön. Wäre halt die Karte noch, wo du halt hier stellen könntest, ne? Aber das langt ja für. Winter Wildcard. Für Bellingham bräuchte es dann auch noch was. Weil das Problem, was kann er denn da? Er kann MS. Wir bräuchten eigentlich was zum Stellen mit MS. Ja, da könnten wir das halt so machen, ne? Da kann der hier rüber. Ah, das ging sogar. Da hätten wir halt, aber was machen wir dann auf RM, ist dann das Problem. Was stellen wir denn auf RM? Das muss ja dann schon eine Defensive sein oder noch einer, der Stürmer kann. Bremer mit Tomori. Ah, doch, da könnten wir Becks stellen. Beckham, genau. Das ist ja perfekt. Aber da musste halt schon einer in die Mitte stellen. Weil Beckham spielt ja dann ZM. Gehen wir mal da rein. Weil Beckham ist ja dann unser ZM mit Bellingham zusammen. Das ist halt auch sehr offensiv, ne? Aber Tomori, was gibt's denn Geiles in der IV? Aber wir wollten doch unbedingt auch hier den anderen Kameraden noch spielen. Beckham kann auch vorne. Einer von denen muss dann RM spielen. Wir wollten ja eigentlich mal Skriniar spielen. Vidic, genau, ich bin komplett. Digga, kennt ihr das, Chat, wenn man nicht so in seiner Routine reingestartet ist? Ist alles komisch. Ich fühle mich halt komplett komisch. Vidic wollten wir zocken. Aber wie kriegen wir denn das? Guck mal, Rüllet. Ja, aber Chat, wir bräuchten ja einen Stürmer jetzt noch. Das wird ja ganz schwer. Da auf ZM muss ja einer, der noch im Sturm spielen kann. Oder wollen wir dann Mané oder sowas im Sturm spielen? Adeyemi kommt halt morgen, aber. Gut, Adeyemi wird ja perfekt reinpassen, ne? Aber wie wollen wir überhaupt die Bulli durchkriegen? Ja, das ist es halt. Ich mache jetzt mal kurz Adeyemi rein. Das wäre halt dann so, ne? Aber mir gefällt es auch hier mit dem dann. Guck mal, mit Mané. Halt. Die beide müssen wir auf Doppel-6 spielen. Ich sag, das geht. Bellingham, der Abräumer. Mané auf RM dann. Der auf LM oder so, ist egal. Rüllet noch mit dem Sturm, der ist zu träge. Koulibaly. Ja, da haben wir aber halt noch die Premier League drin, Chat. Das bringt ja gar nichts mit der Premier League. Brauchen eigentlich noch einen Bayern-Spieler, wie hier Bully Manager noch. Wir machen mal kurz das raus, ja. Warum wollt ihr Sko? Wir wollen Beckham da spielen, das ist nur für die Chemie. Jorginho Koulibaly. Da muss aber halt Bellingham oder so rausfliegen. Das wäre halt, ja, Adeyemi wäre Futures da vorne drin. Wir gucken mal nach Kimmich. Tomori mit Lucio. Boah, aber 78 über die Außen. Nein, Meister, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Wir können mal einen Bundesliga-Manager noch holen. So, da wird noch ein Bundesligaspieler. Pavard ist doch gut, aber ja, den könnten wir eigentlich wirklich reinstellen. Halten die IV. Und das hatten die Bulli noch so zu bieten, auch IV-technisch. Wir gucken da mal rein. Senegal Trainer, gibt es da einer? Wir könnten halt Lucio reinstellen oder halt wirklich den Licht. Upamecano. Oh, aber wie, das hätte ich richtig Bock drauf. Lucio, hallo. Ja, ging, ne? Gibt es einen Senegal-Trainer? Upa und Pavard. Ich sag halt, Pavard war halt eigentlich auch big. So wäre halt auch, ne? Senegal-Trainer wäre halt aber auch easier. Wir gucken mal nach Senegal. Morgendienst Tor. Ja, wird's anders, da wird das schwer. Senegal. Wo haben wir denn dich? Gibt's da was? Haben wir da überhaupt einen Trainer? Oh, geil. Ja, Big Chat. Ganz, ganz big. Jetzt gehen wir hier auf die Bulli. Dankeschön. Simon, wie wär's mit dem Licht? Bräuchten wir den zwangsweise? Mal kurz Ramos raus. Pavard ist Schmutz, der war saustark. Da wäre scheißegal, wir könnten irgendeiner aus der Bundesliga noch nehmen. Pavard ist der Allerbeste. Ich fand den auch stark. Was hätten wir denn dann noch, was wir so spielen könnten? Bellingham, Müller. Manager, Serie A bringt euch dann aber auch weiter. Ja, ich.
Ja, wir könnten die Licht mal testen, so ist es nicht. Boah, Fonzi ist halt auch big, ne? Italien drauf. Scholes ist nur ein Platzhalter für Backs. Hey, Kimmich, Chat, weiß ich nicht. Also so ging's zumindestens. Nee, Gaucho safe ST. Also bitte. Könnte man testen. Warum nicht? Aber wen bringt man dann halt noch? Was gibt's? Boah, Ibra rein. Boah. Fuck. Ja, aber wie wollen wir das durchbekommen? Fuck. Würden wir noch ein Ibra irgendwo reinkriegen? Es wird halt mit Bellingham und Adeyemi schwer. Ibra safe, wie krank wäre denn das? Adeyemi müsste normal RM kommen. Ja, das wissen wir halt nicht. Wird halt so schwer. Was bräuchte denn der jetzt überhaupt noch? Einer von der Serie A? Der bräuchte einer von der Serie A oder AC. Ja, aber es fehlt, dann geht ja auch die Bulli, muss ja auch... Was braucht die Bulli? Auch noch eine Sache. Quadrado. Aber das wird ja gar nichts, oder? RV unbedingt Kenny. Boah, fuck, welcher Kenny ist denn das? Ist es der? Ja. So, was wollten wir denn jetzt hier machen? Kurz mal zum Tagesgeschäft für der Chat. Also das hier ist ein Becks, ne? Fuck mich echt ab, ne? Hier steht ein Becksinator. Chat fordert ihn, ne? Ich meine, Polen hat uns auch schon oft gefickt, ne? Aber der rennt dann über außen, ne? Der kann's aber, ne? Das sieht echt nicht schlecht aus, ne? Ich meine, die Seite wäre dann so Weakfoot-mäßig ein bisschen angeschlagen, ne? Ja. Mit Kenny und mit Brolin. Mal kurz der Netty raus. Wer spielt einen Sturm? Ja, Ibra dann. Und Gaucho. Ja. Mané, Brolin außen, Mitte, Beckham und Bellingham. Ja. Welcher Layout kann ÖF? Der ganz große? Kann man da umstellen? Mm-mm. Auscashen, Jungs, ja. Wie wär's mit Vinny und Valverde? Also das wäre auf jeden Fall eine Alternative, ne? Könnte man so machen. Ob's der da hinten halt ist, ja, muss man halt sehen. Weil wir könnten halt noch Vinicius irgendwie rein. Oder Serie A, RV und RF Bulli. Ja, aber wen gibt's denn RF Bulli? Das wäre ja die Sache, wenn ein Adeyemi kommt, könnte man dahin umbauen. Wir müssen jetzt für RV und RF noch eine Lösung finden. Die Lösung ist ja nicht so verkehrt. Nee, ging auf jeden Fall. Wir könnten halt natürlich noch gucken, was in der Bundesliga RF gibt. Und was es halt in der Serie A RV gibt. 4-1-2-1-2 ist einfacher. Geht. 4-1-2-1-2 geht, glaube ich, aber auch nicht. Geht ja auch nicht. Der kann LM, okay. Doch, Leao nicht Sturm. Ja, stimmt, das funktioniert doch. Geht. Kann Bellingham ZDM ja, ne? Hoffen wir's. Ja, kann er. Perfekt. Der Becks kann ja RM, das würde ja passen. Der kann dahin. Ja, perfekt. Leao vorne rein. Perfekt. Guter Mann! Hier. Guter Mann, Luan. Perfekt. Dann haben wir jetzt das Problem hier noch. Welches? Was ist denn jetzt, wo gibt's denn? Ah, stopp. Ja, perfekt. Perfekt. Guter Mann. So wär's das. In-game dann einfach 4-4-2, Jungs. Das heißt, im Sturm spielen wir Gaucho und R9. Gaucho und Ibra. Über die Flügel kommt Leao und Mané. Und Doppel-6 ist Bellingham mit Beckham. Aber ich sag dir ehrlich, PJ, es muss immer eine Schwachstelle im Team geben. So, diese vermeintliche. Der Mann da drüben, der wird ackern können. Dann gehe ich hier auf Shoppingjagd. Ich brauche einen Preis für Vidic. 1174. Auf den bin ich ja mal gespannt. Den habe ich eigentlich nicht so Bock, sage ich dir ehrlich, auf den Lucio. Ich habe Bock, weil ich ihm nochmal die Chance gebe. Der war bis jetzt bei uns leider nicht gut. Der ist so teuer. Der muss ja so gut sein eigentlich, ne? Warum, wir sind der ist teurer wie eine Toti-Karte. Er ist eigentlich krank. Bex muss ja krank sein. Ich glaube, der war sogar bei knapp 4, ja, ne? Ja. 3-6. Geh mal rein. Kaufen die dümme Fötze weg. Dann brauchen wir einen Ibra. Was haben wir? Den habe ich auch richtig Bock. Zlatan, the GOAT Ibrahimovic. 3,3. Er kostet mehr. Er kostet eine Mio mehr wie eine Toti-Stürmerkarte. Weil es ein Macher ist. Und Leao brauchen wir noch. Wie krank ist das, Chat? Ist der so gut? Leao. Auch eine Mio. Digga, ich sagte ja, das Team ist nicht so günstig hier. Mit Bags zusammen. Gefühlt teurer als das Toti-Team. Ist halt echt so, ja, ne? Ja. Dieses Team ist eigentlich teurer wie das Full-Toti-Team. Safe Call. Ist krank. Safe Call. Und sein Sturm? Na, ist es nicht. Mbappé allein kostet 9 Millionen. Ja, Mbappé raus. Ne, Mbappé raus. Mbappé hat 9 Millionen gekostet. Was kostet Messi aktuell noch? Gut, dafür haben wir aber einen Gaucho drin, das dürfen wir nicht vergessen. Mit 11 Millionen.